meine Lieben. Wir haben es heute eigentlich schon Freitag. Das Video werde ich heute bearbeiten und heute auch gleich hochladen. Ja, gestern war hier so ein nicht so guter Tag. Meiner Mutter ging es nicht so gut bei der Kur oder Reha. Übelkeit unterbrechen. Also eigentlich Magen-Darm so ein kleines bisschen, glaube ich. Aber sie hat ja auch ein Magen-OP gehabt. Vielleicht ist es auch so, dass sie Sachen jetzt nicht mehr verträgt. Ist ja auch so, gibt es ja auch. Und dann halt mit Übergeben oder Übelkeit reagiert. Gibt es ja. Und aber es ist nur Übelkeit gewesen und übergeben, ne? Übelkeit unterbrechen. Und mein Vater hat angerufen, so um 9, 10 und in dem Dreh rum und hat mir eine Sprachnachricht wieder geschickt. Und gleich in der Sprachnachricht habe ich schon gedacht, oh, da ist wieder was los, ne? Und habe dann zu Ort gerufen und dann hat er gesagt, ja Mutti, geht's nicht so gut. Geht's wieder nicht so gut. Und halt das, was ich gesagt habe, aber in einem Tonfall, als wäre jemand gestorben. Gefühlt wirklich so, als, aber, so, es ist ja, ja, natürlich ist es nicht gut, Übelkeit unterbrechen zu haben, also Magenproblemchen, aber es ist nicht der Todeurteil, ne, Todesurteil oder was auch immer, es ist, ja, und, ja, heute wird sie nochmal ins, kommt sie nochmal ins Krankenhaus, wegen, also im Schläucheln gucken, die Kamera ist nicht so ganz schön gerade, warte mal, was ist gerade? Nee, ne? Warte mal ganz kurz. Bis gleich. So, weiter. Die Kamera ist, glaube ich, ein bisschen gerader. Auf jeden Fall, ja, geht's heute nochmal. Also vielleicht ist sie auch gerade schon im Krankenhaus, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Nochmal zum Checken. Gucken, ob die, die Schläuche alle richtig liegen oder der Schlauch. Und dann halt nochmal wegen so einem Blutwerten, was es glaube ich war, oder irgendwelche Werte sind nicht ganz in Ordnung. Mal gucken da nochmal und hoffen wir, dass es danach wieder in ihr neues Zuhause oder zumindest ins übergehende Zuhause in die Reha kommt. Ist ja dann um die Ecke eigentlich, ist ja nicht weit weg. Genau. Deswegen werde ich heute nur eure Fragen anbeantworten, weil ich trotzdem Videos hochladen möchte. Und ja, Mäuschen. Ja, 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 ja. Galerie. Ich habe auch für euch, habe ich viele, also einige, ich habe ja gefragt bei Instagram, was ich euch mal zeigen sollte. Also zeig mir mal deinen Kleiderschrank, deinen Kühlschrank, was auch immer. Und da waren es viele, ja, zeige ich jetzt nicht heute in diesem Video, glaube ich, im nächsten Video oder in einem anderen Video. Also es waren viele, irgendwie dein Kühlschrank, Vorratsschrank, Lieblingsoutfit, Kleiderschrank, der Lieblingsplatz zu Hause und eins war witzig, ob ich meinem Bruder mal zeigen kann. Nein, geht nicht. Den möchte ich nicht ins Internet, von daher, das geht nicht. Aber sonst, viele verschiedene Sachen, die ich mal zeigen könnte, werde ich auch machen. Ja, 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 ja. Aber ich habe von euch Fragen geschickt bekommen oder ein Tag. Also ich wurde nicht getaggt, aber ich soll die Fragen mal beantworten, auch wenn ich nicht getaggt wurde, wie das da heißt, ne? Aber mein Gott, dann mache ich das eben. Gut, fangen wir gleich mal an. Ich gebe zu, dass ich heute, ja, was habe ich denn heute gemacht? Bisher noch nicht viel, was habe ich denn heute gemacht? Ja, aber das, wir haben es ja jetzt gerade erst 8:30. Ich gebe zu, dass ich heute noch nichts gegessen habe. Ist ja so. Aber so, das kann ich jetzt zugeben. Am liebsten wäre ich jetzt in diesem Moment in London. Natürlich, klar. Oder in England, London. Ja, ich weiß nicht. Ich finde dieses Land einfach geil. Und das Ort, die Stadt London ist cool. Vielleicht auch nicht nur London, auch generell England ist viel, ist richtig cool. Ja, weiter. Von mir aus könnten alle wissen, dass das. Was wisst ihr denn nicht alle? Gut, manche Sachen, die klar sind auch privat, ne? Wo ich wohne oder so, also zumindest. Oder andere Sachen sind auch privat, aber weiter. Vor vier Jahren habe ich welche auf? Oh Gott, was war denn vor 4 Jahren?
eine Katze bekommen. Philo, oder? Findus, habe ich vor 4 Jahren bekommen. Genau, Findus habe ich bekommen. Diese Woche habe ich schon mindestens 5-mal Sport gemacht. Ja, Sport gemacht. 5-mal schon. Ich war walken einmal, dann war ich 3-mal auf diesem Laufband hier. Und dann einmal habe ich vor dem Laptop Sport gemacht, genau. Wenn ich morgens aufwache, gehe ich sofort ins Badezimmer. wenn ich für einen Tag unsichtbar sein könnte, würde ich auf jeden Fall unsichtbar sein. Nein, weiß ich nicht, was ich hier machen würde. Irgendwo, ja, wo würde ich hingehen? Möchchen. Also eine Fernsehproduktion in Deutschland, nicht in England, weil ich verstehe da nichts. Aber da wäre schon Deutschland cool, ja, in so eine Fernsehproduktion zu gucken, wie das jetzt abläuft. Wäre ich unsichtbar, ne? Weil ich nicht sichtbar wäre, dann wäre es mir, ja, wäre es nicht so gut, glaube ich. Weiter. Wenn ich 24 Stunden mit einem, so, mein Lieben, ja, nicht wundern, meine Katze schlägt gerade. Es hört sich ein bisschen komisch an, aber ist egal. Die nächste Frage ist, findest du es wichtig, dass deine Meinung gehört wird? Teils. Bei manchen Sachen ist es wichtig, dass meine Meinung gehört wird, und bei manchen ist es unwichtig. Wenn ich es selber für wichtig halte, das ist dann meistens so, dass es dann für andere Leute unwichtig ist. Und wenn es nicht, ich ja meine Meinung sage und jetzt sehe ich manchmal gar nicht. Und das ist manchmal ein bisschen schade. Aber man kann es nicht ändern. Ja. Was ist dir in Bezug auf das andere Geschlecht ein Rätsel? Ja, andere Geschlecht, das ist irgendwie kein Rätsel, aber manche Personen sind halt sehr, sehr schnell, ich kenne jetzt eine Person, also auf zwei, die sind halt sehr, sehr schnell schlecht gelaunt oder sehr schnell depressiv gefühlt, die Stimmung, sehr, sehr schnell, also von 0 auf 100 und damit klarzukommen ist manchmal ein bisschen kompliziert, aber ja, das ist ein Rätsel, aber es ist eine Person, also es kann jetzt auch eine Frau sein, so in dem Sinne, ne? Kannst du dich gut beschäftigen? Ja, glaube schon. Kannst du Dinge leicht von dir abschütteln? Nein, leider nicht. Ich bin sehr nachtragend. Oder zumindest nachtragend. Also ich vergesse nicht. Und abschütteln, nee, nicht so. Ich bin halt der das dann hier ganz, ganz lange im Kopf hat. Und aber nachtragend ist halt so, manchmal, aber ich vergesse nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, du hast jemand anders geküsst, welchen Freund hätte, eine Freundin, ein Partner, eine Partnerin, ne? Und da sagen würde, du hast jemand anders geküsst, ich habe es gesehen, beispielsweise, und das würde ich jetzt nicht jeden Tag sagen, du, aber ich will es immer im Kopf behalten. Ja, genau. Wie voll ist dein Bücherregal? Gar nicht voll. Ich habe vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kochbücher und das war's. Ich habe keine anderen Bücher. Nee, was nützt mir das? Ne? Also, das hilft mich nicht. Von daher sehr klein, das Bücherregal. 6 Bücher. Ja, alle von Weight Watchers und einmal Salatbuch. Ja, gut. Hast du mit deiner Handschrift... Bist du mit deiner Handschrift zufrieden? Ja? Können deine Hände machen, was dein Kopf will? Ja? Weiter, schnell, andere Frage. Wie persönlich ist deine Einrichtung? Ja, wenn sie nicht unpersönlich wäre, dann würde es nicht meine Wohnung sein. Also ich habe alles da so eingerichtet in meiner Wohnung, so wie ich das schön finde. Und wenn das kein anderer schön findet, dann ist das eben so, ja? Und manche Kommentare bei meinen
Videos, wo ich meine Wohnung zeige. Das sind, glaube ich, 3 Stück. Also 3 Videos, wo ich meine Wohnung zeige. Immer ganz unterschiedlich. Wusste ich gar nicht, dass man sich so oft umstelle. Gut, ich habe jetzt auch seit einer Woche umgestellt. Das Fernseher ist hier. Habe ich das auch letztes Mal gehabt? Ja, da hatte ich meinen Fernseher schon hier drin, hier im Wohnzimmer. Aber ich habe jetzt dieses Laufband auch im Wohnzimmer. Genau. Und sonst irgendwas noch? Nee, weiter. Wie oft am Tag schaust du in den Spiegel? 2-mal höchstens. Also wenn überhaupt. Einmal zum Zähneputzen und Schminken, wenn ich mich schminke. Und dann halt, ja. Vielleicht nochmal, wenn ich, bevor ich weggehe, dass ich alles gut sitzt oder so. Aber so gerne in den Spiegel schaue ich mich nicht an. Nee. Wie oft am Tag schon klagst du schnell über körperliche Beschwerden? Eigentlich nicht. Ich weiß, ich bin fett. Also man sieht es ja. Ist ja nicht. Ne? Aber. Nee. Körperliche Beschwerden. So sehr, nicht oft auf jeden Fall. Was ich jetzt noch mich informiert habe, wegen diesem Magenverkleinerung, Magenbypass, was alles gibt. Es gibt sogar einen Magenballon. Da wird ein Ballon in die eingeführt und der wird dann halt mit Kochsalzlösung aufgebläht. Auch gepumpt und das gibt es auch sogar heutzutage oder auch ein Schrittmacher, Magenschrittmacher, aber das ist halt nur für die Leute, die jetzt kein massives Übergewicht haben, so habe ich es mich so verstanden. Und da gibt es halt diesen Mini-Loop, also Mini-Bypass, ein kleiner Magen-Bypass. Das ist, glaube ich, wird das nicht so ganz viel von dem Darm hochgezogen, sondern nur. Der Darm wird ein bisschen hochgezogen und dann halt, hier ist jetzt der Darm und hier oben wird halt ein Schnitt gemacht und dann wird halt der Magen draufgesetzt, der schon verkleinerte Magen. Und bei dem anderen ist, glaube ich, so, dass man irgendwie was abschneiden muss und dann da oben dran stecken muss, beim normalen Magenbypass. Und beim Schlauchmagen ist es halt so, wie man halt macht, dass man halt den halben, also nicht mehr, dann auch mehr, also hier ist jetzt der Magen. Und hier, auf jeden Fall ist ein Magen und dann wird halt der große Teil des Magens abgeschnitten oder rausgenommen. Das wusste ich auch nicht, weil manche habe ich so verstanden, dass es da drin bleibt, der restliche Magen, aber er wird jetzt entfernt. Und laut meiner Recherche ist es so, dass man bei dem Schlauchmagen am wenigsten Supplemente, also Medikamente danach oder Vitamine nehmen muss. So ist es auch günstiger im Nachhinein. Und wenn ich das machen würde, dann müsste ich den Magen, die Magenverkleinerung oder ich weiß nicht, was auf Englisch heißt, es ist ja, egal. Auf jeden Fall also Schlauchmagen nehmen. Weil das danach weniger Supplemente einnehmen muss und das kostet dann auch ja Geld, ne? Also so wie ich verstanden habe, 40 bis 80 Euro nur Supplemente, also nur Medikamente, also besser hier so Vitamine, B12, Spureisen, was auch immer alles drum und dran. Und bei dem Schlauchmagen ist es, glaube ich, nur die Hälfte ungefähr, weil man nimmt trotzdem noch mehr zu sich. Also man nimmt trotzdem noch mehr Vitamine auf als bei dem Magen-Bypass und so ist es günstiger im Nachhinein. Man muss ja den Rest des Lebens nehmen, glaube ich. Zumindest beim Magen-Bypass. Beim Schlauchmagen ist es, glaube ich, so, wenn man sich eingepegelt hat, muss man es nicht mein ganzes Leben lang nehmen, sondern nur anfangs. So habe ich es verstanden. Wenn es auch falsch ist, dann schreib es in die Kommentare. Aber ich bin da immer noch nicht bereit für, tut mir leid. Das ist ein großer Eingriff und dann, ja, vielleicht sagt der Chefarzt auch, nee, bei ihm ist besser ein Magen-Bypass. Ja, dann mal gucken. Meine Lieben, ich höre jetzt auf zu quatschen. Beginnt das nächste Video schon mal. Jojo! Bis zum nächsten Video. Tschüssi! That's